Hallo und herzlich willkommen bei Japan Live. Ja, hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Heute wieder mit einem kleinen Interview und zwar diesmal genau andersrum. Mhm. Diesmal wird nämlich Tomomi mich interviewen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Naja, also das erste Mal so richtig Interesse an Japan entwickelt hatte ich während meiner Ausbildung. Mhm. Das war vor, das ist jetzt schon eine Weile her, vor 7 Jahren oder so ungefähr. Und in meiner Berufsschulklasse war jemand, der eine Bekannte oder eine Freundin hatte und die studiert Japanologie oder hat Japanologie studiert. Mhm. Inzwischen wird sie ja wohl fertig sein. Und wir haben uns dann in den Pausen immer über Japan unterhalten, weil er auch schon häufiger in Japan Urlaub gemacht hatte. Und ja, ich fand das sehr interessant. Und so habe ich dann im Grunde, mein Interesse hat sich dann entwickelt dadurch. Und ja, genau, nach der Ausbildung dann hatte ich mir vorgenommen, im Anschluss, nach einer kurzen Pause, Japanologie auch dann zu studieren. Mhm. Und ja, weil ich dann noch ein bisschen Zeit dazwischen hatte, ja, dachte ich mir, dann mache ich erstmal eine kleine Reise, Urlaub, so. Das war dann 10 oder 11 Tage ungefähr, war das, wo ich dann mit einem Freund zusammen nach Tokio geflogen bin. Ja, genau. どうやって Nihongo-o勉強しましたか, その時に? Also Japanisch gelernt habe ich angefangen, kurz nach der Ausbildung. Mhm. Ich habe mir erstmal ein paar Bücher gekauft, also erstmal nur eins zum Selbststudium. Mhm. Das war mir eben wichtig, dass ich das vor allem auch alleine dann lernen kann, weil Japanisch Unterricht in Deutschland gibt es zwar, findet man hier und da, aber es ist schon einfacher für mich gewesen, das dann selber zu lernen, und da habe ich ein ganz gutes Buch gefunden. Mhm. Das habe ich auch bis zu einem gewissen Punkt intensiv benutzt, und das hat ganz gut funktioniert für Grammatik und eben auch so die Sätze, die leichten am Anfang. Für den Urlaub hat es gereicht, also da konnte ich mich schon ganz gut verständigen dann. Es ist allerdings, natürlich habe ich auch schon da angefangen, die Schrift zu lernen. Mhm. Ist ja Katakana, Hiragana und Kanji. Mhm. Und Kanji habe ich erst weniger gelernt, so die 20 wichtigsten ungefähr. Mhm. Und Katakana, Hiragana, mit Apps, also Kanji auch mit Apps auf dem Smartphone, ganz einfach. Das hat sehr gut funktioniert, also ich war erstaunt. Ich dachte, es wäre schwieriger, aber Hiragana und Katakana hat tatsächlich zusammen nur 2 Wochen gedauert. Also jeden Tag ein paar Stunden mit der App. Und danach konnte ich das eigentlich. Und ich habe es auch bis heute nicht vergessen. Also danach musste ich nicht nochmal irgendwie das wieder auffrischen. Also ich habe zwischendurch nochmal wieder in die App reingeschaut, aber eigentlich war das damit erledigt. Also und Kanji ist immer noch schwierig, also da ist immer noch das. Kanji wa watashi mo muzukashii desu ne. Ja, das ist schwierig. Nihon ni kite fushigi da na to omotta koto wa nan desu ka? Sono Tokyo de? Seltsam. Gute Frage. Also beim ersten Mal waren natürlich viele Sachen ungewohnt und neu. Und kleiner Kulturschock war natürlich irgendwie auch da. Wobei ich eben schon vorher sehr viele YouTube-Videos gesehen hatte über Tokio und auch Japan im Allgemeinen. Von daher kamen mir viele Sachen schon dann bekannt vor, also aus den Videos. Ja, ich glaube, am seltsamsten war vielleicht für mich, dass überall, also ja wirklich an fast jeder Ecke, Getränkeautomaten stehen. Mhm. Und auch nicht nur Getränkeautomaten, also auch Snackautomaten, einfach am Straßenrand. Mhm.
und wirklich teilweise im Abstand von 50 oder 100 Metern immer ein anderer Automat steht. Und ja, nicht nur da, wo mein Hotel war, sondern eben überall. Das ist ja, inzwischen wohnen wir ja in Japan. Und es ist halt auch teilweise, wenn man irgendwo im Wald spazieren geht, wo Fußwege sind, dann steht da im Wald einfach manchmal ein Getränkeautomat. Am Straßenrand oder am Wegsrand. Ja, das ist schon, am Anfang hat mich das sehr verblüfft und ich habe auch an jedem Automaten kurz angehalten und geguckt, ja, was gibt es da Interessantes. Inzwischen interessiert mich das eigentlich gar nicht mehr so sehr, weil... das erste Mal, ich glaube, das erste Mal tatsächlich... Ah nee, das erste Mal war am Flughafen am Getränkeautomaten in Narita am Flughafen. Und da habe ich mir tatsächlich ein Pocari Sweat gekauft. Pocari Sweat. Das war das erste. Ja, das ist so ein... ja, genau. Das kannte ich auch schon durch YouTube, daher wollte ich das unbedingt probieren. Und ja, das ist ja so mit Elektrolyten, so irgendwie... Ich finde, es ist ein bisschen wie Powerade, kann man so ganz leicht damit vergleichen vielleicht. Naja, der Geschmack ist schon ein bisschen, aber das ist das, was in Deutschland, würde ich sagen, am nächsten daran kommt. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, das, was ich am meisten, also was ich damit verglichen habe zu dem Zeitpunkt. Inzwischen gibt es ja sogar in Deutschland Aquarius in den Supermärkten. Und das ist eigentlich, das schmeckt eigentlich genauso wie Pocari Sweat. Das gibt es auch hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar ursprünglich aus Japan kommt, Aquarius. Vielleicht auch aus den USA. Ist ja, glaube ich, von, ich weiß nicht, von welchem Hersteller. Ja, hier gab es das ja schon, als ich das erste Mal hier war. Und ich war dann überglücklich, als es dann, ich glaube, 2 Jahre später oder so in Deutschland dann auch plötzlich aufgetaucht ist im Supermarkt. Und inzwischen gibt es das ja überall. Ja. Nee, das war nicht schwierig. Also, ist ja einfach Geld reinwerfen und auf den Knopf drücken. So Kaffeeautomaten sind da schon schwieriger. Die haben ja sehr viele Knöpfe und da kann man dann ja auch wirklich alles Mögliche auswählen, ob man mit Milch, Sahne, entkoffeiniert oder ja, wie man das eben gerne haben möchte. Und ja, da sind dann ja überall Kanji oder eben irgendwelche Schriftzeichen drauf, halt, die ich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht verstanden hatte. Ja. Ja, also das Essen war am Anfang auch sehr überraschend. Also im guten Sinne, es war ein bisschen seltsam, was es alles gibt. Aber die meisten Sachen haben mir auch geschmeckt. Also ich habe auch viel ausprobiert. Ja, besonders lecker, als ich das erste Mal in Japan war, fand ich Takoyaki. Das sind ja diese Tintenfischbällchen. Ich weiß nicht, in Deutschland, da sind sie, glaube ich, immer noch nicht so bekannt unter Leuten, die sich für Japan interessieren, wahrscheinlich schon. Kommt ja auch manchmal so in Animes, sieht man das auch manchmal. Das sind halt Teigbällchen gefüllt mit Tintenfisch und dann kommt da drüber, kommen so ja, diese Thunfischflocken und dann noch eine Soße. Also da gibt es ja verschiedene Varianten dann auch. Mayonnaise auch, ne? Ja, Mayonnaise, genau. Das war jetzt das nächste, Mayonnaise. Und eben diese, ich weiß nicht, ist das eine spezielle Okonomiyaki-Soße? Okonomiyaki-Soße, okay, ja. Genau, und die schmeckt ja so ein bisschen ja, Barbecue-Soßen-artig irgendwie. Genau, das ist extrem lecker, also ja. Ja. Ja, 次の質問です。日本で好きなことは何ですか？Oh, ja, was ich in Japan mag, da gibt es natürlich sehr viel. Wo soll ich da anfangen? Also zum einen, dass Restaurants sehr günstig sind im Vergleich zu Deutschland. Also vor allem, man muss keine Getränke bestellen. Man kriegt immer Wasser oder eben Tee gratis. Also das ist ja so in Japan. Und
Trinkgeld gibt man generell nicht. Das schont natürlich auch den Geldbeutel. Am Anfang wollte ich immer noch Trinkgeld geben, weil man das so gewohnt ist. Aber die Reaktion ist dann doch ja, eher sehr starke Verwunderung bei der Bedienung. Und ja, man hat auch gar keine Chance, im Grunde Trinkgeld zu geben. Man kriegt es dann sofort wieder zurück. Außer so an einigen, ja, es gibt, glaube ich, in Tokio, da war ich, als ich das erste Mal da war, in einer so einer Ecke, da waren verschiedene Bars, überwiegend eben, ja, ich denke mal Touristen, Ausländer eben. Und da standen auch immer so kleine Gläser für Trinkgeld. Genau, aber sonst woanders habe ich das noch nie gesehen in Japan. Genau. Und gut, ist aber auch nicht so wichtig, das mit dem Trinkgeld. ja, was auch noch sehr, sehr gut ist, also was ich wirklich dann auch vermisst hatte nach meinem Urlaub, als ich ja erstmal wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, sind Onsen. Also ich liebe Onsen. Inzwischen. Doko no onsen desu ka? Hajimete itan onsen. Ah, den Namen habe ich leider vergessen vom ersten Onsen, wo ich war. Aber das war in also im Bezirk Tokiwadai in Tokio. Und der war auch wirklich schön, relativ. Also ich weiß nicht, ob der jetzt neu war. Auf jeden Fall war er renoviert, denke ich mal. Also wirklich sehr schön. Und inzwischen kann ich auch nicht mehr auf Onsen verzichten. Also ich weiß nicht, wenn ich jemals wieder in Deutschland leben sollte, das wird echt ein Problem. Ich meine, gut, da kann man sich dann ja mit so Saunalandschaften weiterhelfen. Ja, sowas wie. Naja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber so richtig Onsen ist schon was anderes. Also so eine Saunalandschaft ist zwar schon was Schönes, wo man dann von Sauna zu Sauna wechseln kann. Aber ja, ein Onsen ist anders. Ne? Ist natürlich ein heißes Bad, heißes Quellbad. Das kann man ja auch künstlich nicht so nachbilden. Also ja, es gibt ja auch Sento, ist ja im Grunde ein Onsen. Aber eben mit keinem natürlichen Quellwasser dann. Eben nur erhitzt. Und na gut, sowas könnte man natürlich in Deutschland machen, aber naja, Onsen ist auf jeden Fall was, was mir besonders gefällt. Ja, ja, was ich noch mag, ist auch, ach, da gibt's so viele Sachen. Also die Supermärkte, die Sachen, die da verkauft werden, also die Getränke schmecken mir sehr gut, also alles Mögliche. Eben Pocari Sweat hatte ich ja schon erwähnt. Ja, was mir auch noch besonders gefallen hat, ist, dass es einfach normalen Tee, also Grüntee oder auch andere frische Tees abgefüllt in PET-Flaschen gibt. Ja, aber das hast du ja auch schon erwähnt in dem anderen Interview. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne nochmal an. Und ja, was gibt es noch? Ach, es gibt so viele Sachen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Interviews sprengen. Also, dass Japan so sauber ist, gefällt mir sehr gut. Die Parks sind unglaublich schön, besonders zur Kirschblütenzeit. Ja, Onsen hatte ich ja schon erwähnt, auch generell die Berge, die Landschaft. Ich gehe gerne auch mal wandern, einfach in die Berge fahren und ein bisschen irgendwie was Neues sich angucken, irgendwelche Tempel oder Schreine. Ist einfach super, also ich finde das genial. Ja, stimmt, das hab ich jetzt vergessen. Die Toiletten mag ich auch sehr gerne. Also die, ja, diese Washlets heißen sie ja. Ja, ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen, aber es ist sehr angenehm. Besonders eben, dass die Klobrille temperiert ist, warm. Im Winter ist das ganz besonders angenehm, weil man in Japan ja keine feste Heizung hat. Von daher ist das Badezimmer auch immer sehr kalt und da macht es dann schon Sinn, dass die Klobrille beheizt ist. Und ja, eben auch Bidet etc. ist da ja alles mit drin. Also das ist eine angenehme Sache, ja. Ja, zugi no shitsumon ikimasu ne. Ja. Ja. Nihon no 好きじゃないところはありますか？なんか
まだ慣れてないとことか。Ja, also, das ist natürlich schwierig. Sachen, die ich nicht mag. Aber, also da gibt es schon ein paar Dinge. Also zum Beispiel das, was ich eben angesprochen hatte. Die Winter sind, ja, die Winter sind nicht kalt, aber in der Wohnung ist es kalt, weil man eben keine richtige Heizung hat und dann eben elektrisch heizen muss, wenn man nicht frieren möchte. Und ja, durch die Klimaanlage dann, die eben als Heizung dann im Winter fungiert, ist es immer warm, während man die Klimaanlage benutzt in dem entsprechenden Raum, aber es ist eben natürlich teuer. Und wenn man die Klimaanlage ausmacht, dann wird es sofort wieder kalt. Ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was mich am meisten ja, nervt. ansonsten, ja gut, die Winter sind sehr heiß, da ist genau das Problem umgekehrt. Wobei, da ist es eigentlich sogar irgendwie besser als in Deutschland. Gut, in Deutschland ist der Winter, der Sommer nicht so lang. Aber er ist halt nicht ganz so heiß und in Deutschland ist man nicht zwangsläufig auf eine Klimaanlage dann angewiesen. Aber hier ist es ohne Klimaanlage schon, ja, sehr unangenehm. Also besonders, wenn man eine Dachwohnung hat, wie wir hier, dann, ja, wird es sehr, sehr heiß, ne? Ja. その他は? Ja, was mag ich sonst nicht? Ja, was ich auch nicht mag, tatsächlich, ist, dass man für die Autobahn Geld bezahlen muss. Und dass es auch noch relativ teuer ist. Also, ja, wir leben hier ja nun auf Shikoku. Und die Insel ist zwar groß, hier gibt es alles Mögliche. Aber Osaka oder Kobe ist eigentlich nicht so weit weg, wenn man die Autobahn benutzt. Und ja, wir fahren aber nie dahin. Ne? Also, bisher gar nicht. Also seitdem ich jetzt in Japan festlebe, weil das ist einfach, steht in keinem Verhältnis, der Preis für die Autobahn. Und dann muss man ja auch noch Spritkosten bezahlen natürlich. Parkplatz ist dann eventuell auch nicht kostenlos. Ja, aber ansonsten so sehr viel Negatives jetzt, also Kleinigkeiten gibt es sonst. Also so richtig große Sachen, die mich stören, ja... Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein, aber kleine Sachen, ja, gibt es natürlich viel, aber das ist dann wieder so Jammern auf sehr hohem Niveau. Da möchte ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Aber ja, eben so einige Sachen. Ja. Zum Beispiel auch, wenn man ein Bett kaufen möchte, man kriegt kein vernünftiges Lattenrost. Also, wenn man ein Bettgestell kauft, dann sind da einfach Holzplatten. Und dafür sind dann die Matratzen, die hier verkauft werden, zwar dicker und auch sehr bequem, aber es ist natürlich, ja, da zirkuliert ja die Luft nicht drunter und dann kann es ja auch anfangen zu schimmeln oder eben, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist noch eine Sache, viele solche Kleinigkeiten, ja, aber damit kann man, glaube ich, leben, ne? Ich war dann das andere. 日本が嫌いなこと一つしています。な、やさく。トイレットペーパーですね。あ、そう。トイレットペーパーが薄いね。うん。うん。ドイツは4枚。うん。4枚重ねだけど、日本はシングルとかツイン、シングルと。ダブル。あ、そう。シングルと日本はシングルとダブルでザグザグだけ、ね、3枚重ねのトイレットペーパーがあるから、ザグザグでトイレットペーパーを私たちは買います。いや、das hat auch, glaube ich, fast. 私はダブルでもいいんですけど、シングルでもいいんですけど、旦那さんは、3枚重ね。Ja, es hat aber auch sehr lange gedauert, bis wir das gefunden haben. Also, ja, Sagu Sagu, wie gesagt, ist ein Drogeriemarkt und ist auch aber leider relativ teuer. Deswegen sind wir da vorher eigentlich nie so oft einkaufen gewesen. Irgendwann dann einfach nur so, um mal wieder
in einen anderen Laden zu gehen, waren wir dann da und da habe ich dann eben ja, das schöne Toilettenpapier gefunden. Ja, das ist mir wichtig. Irgendwie. Ist auf jeden Fall angenehmer, finde ich. Zumal, ich glaube, Japaner, die rollen das eher so. Deswegen geht das auch mit dem Dünnen, aber ich falte halt. Ja, naja, ach, das schneiden wir raus. Nee, das schneiden wir raus. Naja, genau, das Toilettenpapier. Ja, okay, ja, bitte. Bitte. じゃあ次はこれから日本に旅行したい人に何かお願いします。一言お願いします。ああ、そう、also du meinst irgendwie einen Tipp? いや、コロナが終わったら日本に旅行したとき、どんな体験したらいいとか、何食べた方がいいとか。Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall Osaka oder Tokio sind natürlich wahrscheinlich die ersten Anlaufstellen, wenn man noch nie in Japan war. Und ja, in Tokio kenne ich mich ein bisschen besser aus als in Osaka, obwohl Osaka näher ist eigentlich. Aber in Osaka war ich eben bisher nur ein paar Tage mal und in Tokio 11 Tage. Naja. Ja, also so die Klassiker würde ich vorschlagen. Also Asakusa auf jeden Fall, den großen Tempel da. Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr schön. Dann, ja, wenn man auf Animes und Mangas steht, dann sollte man auf jeden Fall auch nicht Akihabara verpassen. Oder auch wenn man eben Videospiele, so solche Sachen mag, dann muss man auf jeden Fall einmal in Akihabara gewesen sein. Da, ja, ist praktisch alles komprimiert auf ein kleines Stadtviertel. Ja, ansonsten, ja, Ikebukuro ist auch noch ganz interessant. Don Quixote? Ja, Don Quixote natürlich. Also als Laden, den gibt es ja an verschiedenen Ecken im ganzen Land. Also ja, auch hier auf Shikoku, in größeren Städten zumindest. Don Quixote ist auf jeden Fall super. Also darüber kann man, glaube ich, noch mal ein ganz eigenes Video machen. Aber den Laden, den darf man auf gar keinen Fall verpassen. Dann natürlich die 100-Yen-Läden, Daiso auf jeden Fall, einmal reinschauen, ganz wichtig. Also da ist wirklich, ist auch nicht so wie ein deutscher 1-Euro-Shop, also ist schon, naja, also Qualität ist ganz ordentlich und eben günstig und ja, eben wirklich auch praktische Sachen und auch gute, günstige Souvenirs. Ja, was kann man sonst noch gut sehen in Tokio? Also Takao-san, der Berg ein bisschen außerhalb, also am Stadtrand oder vorm Stadtrand. Von da aus kann man bei gutem Wetter eben auch den Fuji sehen. Der ist ja, müsste man nochmal einen ganzen Tag oder 2 Tage dann für einplanen, um da hinzufahren und dann am besten da auch übernachten. Aber von da aus kann man den Berg eben auch bei gutem Wetter sehen. Das ist natürlich eine günstige Alternative. Dann, ja, ach, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber noch vieles andere. Ich glaube, dazu könnte man auch gut nochmal ein Video machen. Ja, ansonsten hast du noch eine abschließende Frage? Nee, okay, ja, das reicht ja auch an der Stelle, glaube ich, erstmal. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ja, hat uns Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich hatte auch Spaß. Ja, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Das würde mich sehr freuen. Und ja, lasst auch gerne ein Like da auf jeden Fall. Like. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.